liebe Planties, ich weiß, der Winter neigt sich eigentlich dem Ende und ich mache jetzt dieses Video. Ich bin leider nicht vorher dazu gekommen, wollte es aber unbedingt noch machen, weil ich denke, über den Winter hinaus, auch vor allen Dingen im Frühjahr noch und für manche das ganze Jahr, für mich sicherlich das ganze Jahr, sind Pflanzenlichter ein Thema, weil wir natürlich nicht alle in einer schönen Glaskugel wohnen und manchmal so dunkle Ecken bei uns haben. Und wir möchten da vielleicht auch Pflanzen hinstellen oder wir haben zu viele Pflanzen und wissen nicht, wie wir die richtig beleuchten sollen, merken, dass sie ein bisschen eingehen oder nicht wachsen. Und das ist auf jeden Fall das Video für euch. Erstmal kurz zu Messeinheiten, die so wichtig sind, die ihr vielleicht mal gehört haben solltet. Als allererstes kommen wir zu Nanometer. Nanometer beschreibt die einzelne Wellenlänge. Bei Pflanzen ist das relativ hoch und für den Pflanzenwachstum ist es wichtig, dass es vor allen Dingen blaue und rote Lichtstrahlen abbekommt, also eure Pflanzen. Diese Wellen, diese blauen und roten Wellen, die kennen wir sicherlich alle, die sich schon mal mit Pflanzenlichter auseinandergesetzt haben. Pflanzen. Schlimmen Pflanzenlampen, die so blau und rot das ganze Zimmer beleuchten, als wäre man irgendwie in so einem Marihuana-Labor. Und die wollen wir auch alle nicht wirklich haben. Also es ist wirklich für viele, glaube ich, eine Notlösung, wo sie sagen, okay, das ist vielleicht mein Pflanzenzimmer, da geht sonst keiner rein, weil das sieht schon sehr skurril aus. Und wenn man jetzt so ein Pflanzenlicht nicht haben will, dann muss man meistens für viel Geld irgendein Pflanzenlicht kaufen. Und ich hatte da auch lange gestöbert und habe dann nur über 100 Euro welche gefunden. Oder wenn, dann sind das nur so einzelne kleine Lichtchen, wo ich denke, super, dann brauche ich ja 20 Stück davon. Und dann bin ich ja auch schon arm und dann kann ich mir eh keine Pflanze mehr leisten, dann brauche ich keine Lichter mehr. Deswegen habe ich mich auf die Suche begeben, Pflanzenlichter zu finden, die günstig sind. Oder welche, wenn man sich selbst zusammenstellen kann. Und dann musste man sich da ein bisschen mit auseinandersetzen, was braucht die Pflanze denn eigentlich. Und ich werde euch das jetzt mal vorlesen, weil ich natürlich kein Techniker bin und ich bin auch kein, ja, Physik war nicht so meins. Jedenfalls sind Werte, die wir alle schon gehört haben oder Einheiten, die wir schon alle gehört haben, Lumen und Lux. Lumen ist der Lichtstrom, also wenn man das als Bild sich anguckt, das, was von oben kommt, von dem einzelnen Licht, was so runterscheint, das ist dieser Lichtstrom, der runterkommt und Lux ist das, was unten ankommt, die Beleuchtungsstärke. Lux wird auch oft in Watt angegeben dann. Wie viel Licht kommt tatsächlich in diesen Raum, füllt den Raum? Wir werden jetzt vor allen Dingen über Lux erstmal sprechen, weil Lux könnt ihr auch sehr leicht mit einer App für Handy messen. Einfach mal Lux-Messer-Handy in eurem App-Play-Store eingeben und dann könnt ihr mal an die einzelnen Ecken, besonders die dunklen Ecken, zu eurer Pflanze gehen und gucken, wie viel Lux kommt denn da tatsächlich noch an? Und man sagt, circa 1000 Lux braucht so eine Zimmerpflanze. 1000 Lux, wenn ihr das mal bei euch messt, das ist im Winter wirklich fast utopisch, wenn es nicht genau im Fenster steht. Und auch da ist es schwierig, wenn man nicht gerade irgendwie so da am Strand, wo die Sonne aufgeht, wohnt. Das heißt, unsere Pflanzen sind da oft traurig. Jede Pflanze ist da ein bisschen anders. Man sagt, so Monsteras können bis zu 500 Lux runtergehen, aber freuen sich natürlich über mehr. Aber es gibt auch durchaus ganz viele Pflanzen, die allgemein eingehen, wenn sie nicht ihre Lux-Zahlen bekommen. Und ihr könnt es gerne mal googeln. Für Pflanzenfamilien gibt es da eigentlich immer irgendwelche Seiten, die euch da was erklären. Wenn man jetzt schaut, ein wirklich sonniger Tag ohne Wolken, tatsächlich 100.000 Lux. Und ein bewölkter Tag irgendwie 25.000, 35.000 Lux. Und wenn wir dann in unseren Raum gehen und ich habe hier Bereiche gehabt, die haben 300 Lux, dann weiß man schon, das ist für eine Pflanze schon ein richtiges Trauerspiel. Wir wissen also jetzt, dass unsere Pflanzen so circa 1000 Lux brauchen, damit sie sich zumindest wohlfühlen. Jedenfalls so der Durchschnitt. Und online gibt es auch ganz viele Umrechner, die Lux in Lumen umrechnen. Also quasi das, was unten ankommt, was wir messen können, zu dem, was die Lichtquelle oben abgeben muss. Und es ist eigentlich relativ leicht umzurechnen, indem man einfach sagt, ein Lux entspricht einem Lichtstrom von einem Lumen pro Quadratmeter. Je weiter weg ihr natürlich geht von dieser Quelle, desto weniger Lux kommt am Ende an. Da müsst ihr natürlich dann auch gucken, wie weit entfernt eure Lampe von dem einzelnen Blatt oder der Pflanze stehen soll, damit sie einerseits nicht verbrennt, weil zu nah dran ist es natürlich wie direkt in der heißen Sonne stehen. Zu weit weg, dann kommt da nichts mehr an. Aber dazu am besten diese Apps installieren und dann könnt ihr das auch sehr, sehr gut messen und auch ein bisschen auf eure Pflanze einfach achten. Findet ihr es gut? Seht ihr schon die ersten braunen, verbrannten Stellen? Dann lieber weiter wegstellen. Vielleicht mag die Pflanze es nicht so sehr unter Licht. Aber welche Pflanzenlichter empfehle ich denn jetzt? Und da muss ich ein großes Dankeschön an Marinova, ein Instagram-Account, dem ich gerne folge. Die Marinova macht ganz, ganz viel über Pflanzen. Und die hat sich mit dem Thema auch schon beschäftigt. Und die hat herausgefunden, es gibt tatsächlich sehr, sehr gute Pflanzenlichter, die man selbst zusammenbauen kann aus dem Baumarkt. Und deswegen habe ich mich zu Urbi begeben und habe mir tatsächlich eine LED-Lichtröhre geholt.
Hört sich jetzt sehr, sehr uncool an und ist irgendwie auch sehr unschön. Aber erstens ist sie super günstig, zweitens super leicht anzubringen und sie ist vor allen Dingen mehr als nur so ein kleines Licht, sondern so eine richtige Röhre, die ich unter meinem Schrank befestigen kann. Und ich habe schon zwei davon und heute habe ich mir die dritte geholt und ich zeige euch jetzt, wie einfach die angebracht wird und wie... Ach, die kaputt. Da ist sie, meine richtige Neonröhre. Und darüber hinausgehend haben wir auch unbedingt darauf zu achten, wie viel Kelvin sie hat. Weil Kelvin gibt an, wie warm oder wie kalt Licht ist. Und da mir das kalte Licht auch wichtig war, damit das hier nicht aussieht wie in so einem Rotlichtbereich, habe ich auch auf Kelvin geachtet. Das ist hier jetzt eine Daylight 6500 Kelvin, also sehr kühl. Sie ist dieses von REV. Ich verlinke es euch unten auch, weil ich glaube, die gibt es auch bei Amazon. XS, damit sie eben schön leicht und klein ist, weil ich muss ja jetzt nicht hier ganze Hallen beleuchten. Und Lumen hat sie 2200. Wenn sie natürlich jetzt oben in einem 3 Meter hohen Bereich aufgehangen wird, müsste man das ausrechnen, wie viel Quadratmeter sie hell kriegt. Aber da ist sie direkt unten drunter, unter meinen Schrankhefte, Klebe, Schraube. Und die Pflanzen nur, weiß nicht, 14 cm entfernt dazu wachsen oder 20, 25, kriegen die immer noch sehr, sehr viel von dem Lumen oder halt Lux ab. Und deswegen hat sich diese Röhre total bewährt. Meine Pflanzen wachsen so schnell, zusammen mit meiner Heizmatte, die ich euch auch unten verlinke, die echt super günstig ist, muss ich manche Pflanzen wegnehmen, weil sie so schnell wachsen und so schnell Wurzeln bekommen. Auch alle Pflanzen, wo ich Wurzeln ziehen möchte, stelle ich einfach dahin mit der Heizmatte, warm von unten, schön sonnig von oben. Da müsst ihr fast schon aufpassen, dass niemand verbrennt. Und sie ist als LED-Lampe natürlich auch kostengünstig, nicht nur im Einkauf, sondern auch vom Stromverbrauch. Dazu dann so ein Kabel gekauft mit Schalter. Ich zeige euch jetzt gleich, das geht sehr, sehr einfach. Ein Schraubenschlüssel reicht schon. Alles miteinander verbinden und dann habt ihr schon die fertige Lampe. Und was ich euch da noch zusätzlich noch empfehlen kann, ist auf jeden Fall eine Zeitschaltuhr. Weil dann könnt ihr das Ganze timen, wann es an- und ausgehen soll. Bei mir geht es um 7 auf, die Sonne, und um 7 geht sie wieder unter. Und auch wenn ich nicht da bin und vergessen würde, die Lampe anzuschalten, haben die Pflanzen immer Licht. Und natürlich auch, man denkt, es ist immer jemand zu Hause. Wer jetzt nicht so Platz hat für sowas, für so eine große, lange LED-Leuchte, der kann sich natürlich auch andere Lampen holen und schönere Lampen, wenn er möchte. Wichtig ist, dass sie nicht zu sehr streuen, weil wenn sie einfach nur streuen in alle Richtungen, dann bringt es oft sehr wenig, weil sehr wenig Lux ankommt bei der Pflanze, sehr wenig wirklich von dieser Lichtqualität, dieser Lichtkraft, die sie brauchen, um zu wachsen. Und da habe ich noch eine Lampe für euch, die ich bei Amazon gefunden habe. Ich habe da eine sehr günstige Glühbirne mit einer sehr günstigen Clip-on-Lampe, die ihr überall dran klippen könnt. Und ich habe sie auch bei mir am Schrank dran und hinten habe ich sie auch wieder an einem anderen Schrank dran. Diese Lampe ist perfekt, wenn ihr so 3 Pflanzen beleuchten wollt. Und wenn ihr dann andere Ständer zu haben wollt, könnt ihr den auch suchen. Ich habe jetzt was relativ Günstiges zum Klippen gesucht und auch das funktioniert sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das Anbringen von beiden Sachen braucht nur wenige Minuten und es ist vor allen Dingen günstig und ihr müsst keine teuren Pflanzenlichter kaufen. Und ich kann euch garantieren, da wächst auf jeden Fall genug. Und ihr habt jetzt auch ein bisschen so meine Pflanzenecke gesehen, die mittlerweile schon relativ voll steht. Manche haben mich gefragt, ob ich mehr über meine einzelnen Pflanzen reden kann und welche ich habe und welche ich empfehlen kann und wie die Pflege von denen ist. Ich habe gedacht, ich mache das vielleicht so als Sammelvideo zu einzelnen Pflanzenfamilien, vielleicht Philodendrons, vielleicht Anthurien. Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, wenn ihr es allgemein cool findet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann sehen wir uns auf jeden Fall nächsten Mittwoch beim nächsten Video. Tschüss!